Koblenz, eine der ältesten Städte Deutschlands. Bekannt für Rhein und Mosel und den mittelalterlichen Stadtkern. Aber eine kreative Kunst- und Musikszene bringt Bewegung in das sonst eher verschlafene Städtchen. Hi. My name is Johnny Mutante. Vor allem die Hip-Hop-Kultur hat sich im urbanen Alltag etabliert. This song is called Fine Torture Kill. Ein junger Künstler sticht besonders aus der kreativen Masse hervor. Ein Rapper, der sich bereits überregional einen Namen gemacht hat. Für ihn ist seine Musik mehr als reine Unterhaltung. Sie ist seine Berufung. Johnny Mutante. Für mich ist der Johnny ein großer Künstler. Er hat halt einfach die Grundkompetenzen und vor allen Dingen die Kernkompetenzen. Er kann gute Beats, er kann Englisch, damit ist er den meisten Koblenzern schon mal weit voraus. Und er hat Charisma. Der Johnny ist sowas wie der Dick Cheney des Rap. Also die graue Eminenz, der Falke, jemand, der auch, sag ich mal, das Publikum im Griff hat. Das, was er macht, macht er mit Herzblut, er macht damit 200%. Und er hat auch irgendwie immer dieses vom Tellerwäscher zum Millionär. Also der Johnny steckt da super viel Arbeit rein und ich habe echt Respekt davor. Die meisten Leute machen es einfach nur so, um nach vorne ein Image aufzubauen. Das ist dem Johnny eigentlich meiner Meinung nach egal. Der will einfach was anderes probieren, der Johnny. Der will jetzt nicht diesen Standard, den Leuten genau das bringen, was es schon gibt. My life is like a regular show, full of secular hope, to bite some Jaguar's nose. Dracula's house in my cellular phone, I'm sellable stone. Ich habe das Gefühl, dass die Welt gerade brennt und dass es so viele extreme Sachen gerade auf der Welt passieren, die nicht zur Sprache kommen oder die nicht im Bewusstsein der Menschen sind, die es aber eigentlich wichtig sind zu thematisieren. Die Tiefsee ist für mich eine Metapher für das in uns selbst. Es geht um Selbstzweifel, es geht um Scheitern, es geht um, um die eigene Unsicherheit. So, das sind so die zentralen Themen von Tiefsee. Johnny sagt selbst, auf seiner Platte kultiviere er eine erbarmungslose Form von Seelenexhibitionismus. Sie thematisiert seinen Zweifel und seinen Hadern mit der Welt, in der er lebt. Damit hebt er sich ein Stück weit ab vom eher härteren und weitgehend unpolitischen Gangster-Rap, für den er in Koblenz bisher bekannt war. Damals hatte er Sorge, politische Botschaften könnten seine Musik in den Hintergrund drängen. Jetzt gibt es aber zu viele Dinge, die ihn nachts nicht schlafen lassen. Diese Kinderprostitution, das sind Sachen, die ich in meiner Zeit in Hamburg gesehen habe. Ich habe in unmittelbarer Nähe von dem Babystrich in Hamburg gewohnt. Das sind Versatzstücke aus Bildern, die in meinem Kopf geblieben sind, weil ich sie irgendwann mal erlebt habe. Und die Leute erwarten manchmal irgendwie geführt zu werden, von bestimmten Sachen irgendwie eine Antwort zu kriegen, aber zumindest von mir gibt's die nicht. Ich kann nur die Sachen so darstellen, wie ich sie wahrnehme. Johnny Mutante macht keine zielgruppenorientierte Musik. Er möchte all jene ansprechen, die seine Überzeugungen zur Selbstreflexion und Ehrlichkeit teilen. Diese Gleichgesinnten nennen sich Mutanten und schließen sich zusammen im Mutant Movement. Wir sind gegen alles Oberflächliche. Gegen all das, was Plastik ist, gegen all die Nase an Eckisse, gegen all diese geheuchelte Freundlichkeit. Wir sind Penner auf der Straße, wir sind Schwarzfahrer, wir sind Marginalisierte, wir sind Ausländer, wir sind all die Leute, die sich irgendwie selbst über gesellschaftliche Entwicklung oder vor allen Dingen über sich selbst Gedanken machen. Das ist das Mutant Movement. Untereinander vernetzen sich die Mutanten über soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook. Es ist ein globales Phänomen, das längst Anhänger auch außerhalb Europas gefunden hat und weit über den Tellerrand der Koblenzer Hip-Hop-Szene hinausgewachsen ist. Ich bin Hip-Hop und ich liebe Hip-Hop, aber ich trage jetzt nicht die Fahne des Koblenzer Hip-Hop von mir her, überhaupt nicht. Und ich fühle auch keine Notwendigkeit dafür. Sich seines Verstandes bedienen, echt sein, die innere Tiefsee offenbaren. Johnny Mutante könnte für eine neue Spielart des deutschen Rap stehen. Seinen Namen sollte man sich also besser merken. Tiefsee.